Ja, schönen guten Abend an den Bildschirm und auch die, die das noch im Nachhinein schauen. Ja, wir freuen uns hier sehr, diese beiden Diskutantinnen heute hier an den Tisch zu bringen und gemeinsam mit uns über ja, die wahrscheinlich, wie eben von Björn auch schon gesagt wurde, eine der kontroversesten, aber auch drängendsten sozialen Fragen unserer Gegenwart zu diskutieren. Und eine Antwort war, wie eben von Björn schon angetextet, war der Mietendeckel. Jetzt wissen wir ja, dass der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Aber bevor wir über die Frage eines bundesweiten Mietendeckels sprechen, würde ich Gabi Gottwald, die ja schon eben vorgestellt wurde, bitten, nochmal was aus der Perspektive der Linken zu sagen. Was ist jetzt nach dem Kippen dieses Mietendeckels passiert auf Seiten der Linken? Wie reagiert die Linke auf diesen Mietendeckel? Was sind die Schritte, die geschehen sind und noch geschehen sollen? Gut, schönen guten Abend. Ja, wie bereits angedeutet wurde, ich würde sagen, also der Berliner Mietendeckel ist uns leider weggehauen worden, aber die Idee lebt doch weiter und zwar sehr lebhaft. Und sowohl in der Linken wie auch in den zahlreichen Bewegungen, Mieterbewegungen, Initiativen diskutiert wird, ist jetzt natürlich die Bundesebene angesagt. Also es muss jetzt irgendwas passieren. Die Große Koalition hat sich ja darin geübt, seit Jahr und Tag sich möglichst nicht zu bewegen in dieser Frage und das Unwesen am Immobilienmarkt so walten und schalten zu lassen. Und da wird jetzt der Druck auf alle Fälle steigen. Also die Linke im Bundestag hat bereits einen Antrag vorgelegt, einen bundesweiten Mietenstopp einzuführen. Es gibt eine große Kampagne Mietenstopp, die schon seit Monaten läuft, wo die sagen, generell müssen die Mieten für 6 Jahre eingefroren werden. Und die Linken im Bundestag haben dann noch weiterhin vorgeschlagen, dass man eben an angespannten Wohnungsmärkten, das wäre jetzt zum Beispiel ganz Berlin, dass man also so regional einen Mietendeckel machen kann, der dann ausgestaltet werden kann. Muss nicht der Berliner sein, aber in eine solche Richtung. Das heißt, dass man sich ein bisschen an den regionalen Gegebenheiten orientiert und Ziele vorgibt. Und wir in der rot-rot-grünen Koalition diskutieren gerade, und es sieht nicht schlecht aus, dass wir absehbar eine Bundesratsinitiative zu so einer regionalen Öffnung machen, damit Berlin erneut sozusagen einen Vorschlag machen könnte. Dafür müsste das Bundesgesetz dieses explizit zulassen, weil wir ja jetzt laut Bundesverfassungsgerichtsurteil leider keine Kompetenz haben und die müsste eben über den Bund hergestellt werden. Und eine kurze Nachfrage jetzt für die Berliner Mieterinnen und Mieter, die vielleicht es in der Corona-Pandemie auch nicht geschafft haben, Geld zurückzulegen. Was passiert da jetzt für Menschen, die sich jetzt nicht leisten können, diese Miete so kurzfristig zurückzuzahlen? Also die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat unmittelbar nach dem Urteil reagiert. Ich glaube, 2 oder 3 Tage später hat sie bereits bekannt gegeben, dass ein sogenannter Hilfsfonds, Gute-Mieten-Hilfsfonds oder so ähnlich heißt der, aufgelegt wird. Und das heißt, dort kann jemand, der nicht liquide ist, also keine Mittel hat, um jetzt sozusagen in Vorlage zu gehen gegenüber dem Vermieter, das zurückzuzahlen, was gefordert werden würde und nicht das Risiko eingeht, dass aufgrund der nicht vorhandenen Zahlung, die jetzt rückwirkend anerkannt wird, würde vor Gerichten eine Kündigung ausgesprochen wird, dass dort Gelder beantragt werden können. Da sind jetzt, ich glaube, roundabout 1000 Anträge werden schon bearbeitet. Da geht es aber nur praktisch um eine Auszahlung von Geldern als Zwischenfinanzierung. Die müssen dann irgendwann langfristig zurückgezahlt werden. Es sei denn, in Einzelfällen kann man belegen, dass eine Rückzahlung nicht möglich ist. Also das läuft. Okay. Über das neue Gesetze alle immer gute Mieten, gute Kita-Gesetze heißen müssen. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber diskutieren. Aber jetzt die nächste Frage an Dirk Enzensberger. In einem längeren Text im Spiegel hatten Sie gesagt, dass es verwundert ja, dass Genossenschaften eine Kritik an so einer Maßnahme geäußert haben und sehr spürbar geäußert haben. Kommen ja aus einer sozialdemokratischen Tradition sozusagen sehr stark. Da wurde aber trotzdem eine starke Kritik geäußert und es war in so einem Satz, dass es der gemeinwohlorientierten Bauwirtschaft sozusagen denen einen Bärendienst erwiesen hätte. Können Sie das nochmal ausführen? Was war denn sozusagen das Problem Ihrer Meinung nach? Das will ich gerne tun. Guten Abend. Erstmal nochmal von meiner Seite. Das ist ganz einfach. Wenn Sie, und dafür stehen ja Genossenschaften nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit, Genossenschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbstbestimmt ihre Mietenkonzepte festlegen. In Berlin galt das oder gilt es natürlich für die Genossenschaften ebenso. Und genossenschaftliche Mieten liegen in Berlin bei 5,66 Euro netto kalt pro Quadratmeter.
Und wenn Sie auf einem solch niedrigen Niveau Mietsteigerungen nicht mehr durchführen dürfen und in Teilen Mieten senken müssen, dann sind Sie bei einer Genossenschaft tatsächlich sehr, sehr schnell in Ertragsproblemen. Dann fehlen Ihnen die Mittel, die Wohnungen für die Menschen adäquat herzurichten, die sich eben halt nicht eine teure Wohnung leisten können, die eben halt nicht 20.000 oder 30.000 Euro für eine Wohnungssanierung, für eine Wohnungsherrichtung auf der eigenen Kante haben, wenn sie eine neue Wohnung beziehen, um das Bad beispielsweise neu zu machen. Das heißt also, die Menschen, die tatsächlich wenig Geld haben, sind von einem Mieterwechsel negativ betroffen gewesen. Eine Genossenschaft muss ihre Erträge maßvoll und zwar nach ihrem eigenen Mietenkonzept steigern können, um eben die Aufgaben, die eine Genossenschaft hat, Neubau, Modernisierung, Sanierung, Wohnungsherrichtung auch adäquat leisten zu können. Das war mit dem Mietendeckel nicht möglich. Jetzt, es liegt ja die Miete sozusagen sehr niedrig bei Ihnen, 5,66 Euro. Ich habe jetzt gerade gelesen, die Neuvermietungen liegen gerade in Berlin bei den Neubauwohnungen bei 16 Euro. Was bedeutet das sozusagen für Genossenschaften? Also inwieweit ist da nicht vielleicht, haben sich die Genossenschaften so stark engagiert, sind aber vielleicht gar nicht so stark, wären nicht so stark betroffen gewesen von diesem Gesetz? Oder inwieweit hätte man da vielleicht mit der Politik in eine Verhandlung gehen können als Genossenschaften, die ja wahrscheinlich nicht diejenigen sind, die besonders gemeint gewesen sind von der Politik, die nicht keine exorbitanten Mietsteigerungen an den Tag legen? Ja, tatsächlich haben wir das im Vorfeld sehr intensiv gemacht. Wir haben mit allen Parteien geredet und haben sie auf die Konsequenzen, die das nicht nur für Genossenschaft hat hingewiesen. Zugehört hat man gerne. Geändert hat es im Wesentlichen nichts, weil man, und das sehen wir auch bei anderen Gesetzen, wie beispielsweise bei der Enteignung, derzeitig sehr, sehr kritisch, weil man der Meinung war, man kann rechtlich sicher Genossenschaften nicht von einem Mietendeckel ausnehmen. Man will sie zwar nicht treffen, hat sie aber in der vollen Breitseite tatsächlich erwischt. Das heißt, um auf Ihre Frage zum Neubau zurückzukommen, natürlich muss jede Genossenschaft einen ausreichenden betriebswirtschaftlichen Gewinn erwirtschaften. Das geht gar nicht anders. Und aus diesem Gewinn müssen die Investitionen geleistet werden, die man sowohl für Modernisierung als auch für einen Neubau ansparen muss. Also das passiert ja nicht aus einem einfachen Geschäftsjahr, einem Jahresüberschuss, sondern wenn ich einen Neubau leiste, dann wird der Jahresüberschuss über viele Jahre kumuliert und dann habe ich genügend, wie bei einem Privathaushalt, auf die Seite gelegt, um dann entsprechend mit meinem Eigenkapitalanteil auch einen Neubau finanzieren zu können. Und das war unter den Rahmenbedingungen des Mietendeckels nicht möglich. Jetzt sehe ich, dass Gabi Gottwald mit dem Kopf schüttelt und das ist ja der Punkt, für den wir alle hier sind, den Widerspruch. Liebe Gabi. Vielleicht vorweg zwei Sätze. Das erste ist, also die Linke steht traditionell an der Seite von Genossenschaften, sei es als Arbeiterbewegung, als Partei oder überhaupt als gesellschaftliche Linke, das will ich nochmal vorweg sagen. Das zweite ist, natürlich haben wir den Mietendeckel nicht gemacht, um die Genossenschaften zu treffen. Es war rechtlich nicht möglich, wir haben das prüfen lassen, eine bestimmte Gruppe auszunehmen, die eine private Rechtsform hat. Das war einfach nicht möglich und von daher ging das leider nicht anders. Aber was Sie ja sagen, Herr Enzensberger, wir haben uns schon damals länger darüber unterhalten und auch in verschiedensten Konstellationen, dass die Genossenschaften sagen, und so steht es auch in Ihrer Klage, ich habe das nochmal nachgelesen, weil Sie haben ja auch beim Bundesverfassungsgericht geklagt, dass die Genossenschaften existenziell und wirtschaftlich bedroht sind, ja, durch den Mietendeckel. Das ist richtig falsch. Und das kann man nachweisen. Ich habe mir jetzt nochmal Ihren Jahresabschluss angeguckt. Der neue steht leider noch nicht im Netz, sondern nur eine kurze Anmoderation. Und die Genossenschaften, nicht nur Sie, sondern auch andere sagen immer, dass sie wirtschaftlich in einer außerordentlich guten Lage sind, dass es keine wirtschaftlichen Risiken gibt. Das steht offensichtlich auch in Ihrem vom letzten Jahr 20. Sie haben außerordentlich große Eigenkapitalquoten, sie haben außerordentlich große Rücklagen und es wird nicht gebaut aus Mietsteigerungen, sondern es wird gebaut mit Krediten. Ja? Und auch durch die Zinspolitik der letzten Jahre haben die Genossenschaften außerordentlich profitiert, weil sie hohe Kredite hatten für Neubau und die Zinsen runtergegangen sind. Die Belastungen sind also gesunken. Es werden Überschüsse gemacht, es werden Rückstellungen gemacht für Sanierung und Modernisierung. Und diese ganze Konstruktion, dass wenn man 2 oder 3 oder 4% die Mieten nicht steigen darf, dass dann nicht gebaut werden kann, die ist einfach grundsätzlich falsch. Das ist einfach Blödsinn. Das stimmt einfach nicht. Niemand baut aus angespartem Geld, was Sie gerade gezeigt haben. Weder macht das jemand, der privat ist, noch macht das eine Genossenschaft, noch macht das ein Immobilienunternehmen. Jetzt haben wir irritierenderweise einen Widerspruch hier von
meiner linken Seite bekommen. Das mag zwar in einer politischen Argumentation von Ihnen möglicherweise richtig sein, ist betriebswirtschaftlich aber kompletter Humbug, was Sie gerade gesagt haben. Also Sie können keinen Neubau aus 100% Fremdfinanzierungsmitteln betreiten. Doch, doch, Sie haben ja gesagt, das macht man mit Krediten. Und wo nehme ich das Eigenkapital her? Das ist wie bei einem Privathaushalt. 20% muss man als Eigenkapital einbringen. Und natürlich hat jede Genossenschaft versucht auch weiter, auch unter den Rahmenbedingungen des Mietendeckels tatsächlich Jahresüberschüsse zu erzielen. Wir haben das auch getan. Wir haben die Investitionen gekürzt. Wir haben eine Modernisierung in Höhe von 7 Millionen gestrichen. Wir haben ein Neubauvorhaben mit 80 Wohnungen gestrichen. Und wir haben tatsächlich die Aufwendung für die Wiederherrichtung von Wohnungen bei der Neuvermietung um 1 Million Euro pro Jahr zurückgefahren, weil wir ein Ausgabenniveau für Neubauten und Modernisierung, die wir schon haben, mit Krediten, die wir schon aufgenommen haben, mit steigenden Zinszahlungen bei Baufortschritt. Und wenn ich, und das ist ganz einfach, wenn ich meine Einnahmen nicht mehr steigern kann, dann muss ich meine Ausgaben senken, um ein betriebswirtschaftliches Gleichgewicht zu erreichen. Und all das ist ganz banal. Aber da gab es keine Rücklagen sozusagen, also aus denen man das erstmal hätte bestreiten können. Ja, gerne würde ich nochmal was zu Rücklagen sagen. Auch das ist betriebswirtschaftlich anders zu bewerten. Rücklagen, die unsere Genossenschaft hat. Wir haben rund 20 Millionen Eigenkapital und ungefähr 50 Millionen Euro an Rücklagen. Diese 50 Millionen Euro an Rücklagen sind aus Überschüssen der vergangenen Jahrzehnte entstanden. Die liegen aber nicht bar auf einem Bankkonto. Da liegen genau 10 Millionen Euro. Und wo sind dann die 70 Millionen, die Sie hier gerne in den Raum stellen? Genau das ist der Quatsch, der dabei rauskommt, wenn man nur so kurz Dinge betrachtet und tatsächlich die Hintergründe nicht genau durchblickt hat. Aber wenn Sie von existenzieller Gefährdung reden, müssten Sie was anderes meinen als das, was Sie jetzt erklären. Und In Ihrem Abschluss 2019 steht drin, Kalkulation Mietendeckel, Verlust in 5 Jahren 3,9 Millionen Euro. Genau das wäre es auch gewesen. Das ist nicht der Grund, warum Sie alles andere nicht machen können, schon gar nicht, warum Sie nicht bauen können. Genau, das streite ich einfach ab. Genau, machen wir vielleicht, das ist ja super spannend, aber wir haben noch eine zweite Runde, in die wir dann gleich nochmal übergehen. Das geht auch gleich nahtlos weiter. Ich würde dann kurz die Seiten. Ich würde gerne nochmal zu dem. Ganz kurz, das können Sie in Ihrer Antwort, ich gebe Sie dann gleich, nehme ich gleich dran. Es geht nämlich genau um diese Frage des Bauens. Wir haben in der politischen Debatte, haben wir das alle schon mal gelesen in Tageszeitung Berlin, dass auch das Problem momentan vor allem nicht durch den Mietendeckel, nicht durch Enteignung oder andere Fragen gelöst werden können, sondern vor allem nur durch Bauen. Jetzt sagen Sie, dass da die Schwierigkeit da ist, aber wie erklären sich das? Also gibt es keine anderen Möglichkeiten, dass Sie zum Beispiel einen Kredit aufnehmen dafür auch, oder auch einen Zuschuss vom Senat beantragen für genau solche gemeinwohlorientierten Bauvorhaben? Es ist ja schon immer viel Geld ausgeteilt worden für Neubau, und wieso sollte das da, also gibt es da keine Gespräche, dass vielleicht das besonders gefördert werden könnte? Ich würde gerne noch mal was zu der Klage der Genossenschaften sagen. Für meine Genossenschaft hat das kein existenzielles Risiko bedeutet. Insofern hätten Sie aber die Klage in allen 4 Musterfällen ordentlich gelesen, hätten Sie festgestellt, dass eine Genossenschaft dabei war. Es haben ja 4, die 4 Referenzfälle dargestellt haben, die wäre in 5 Jahren in die Gefahr der Insolvenz gelaufen. Und dann bitte die Unterlagen vollständig lesen. Und es gibt deutlich mehr Genossenschaften. Diese 4 Fälle, die in der Klageschrift dargestellt waren, waren ja nur 4 repräsentative Fälle für die Menge der Genossenschaften in Berlin. Also insofern ist es deutlich zu kurz gesprungen. Und dann noch mal kurz auf die Frage der alternativen Perspektiven fürs Bauen, die auch eben nicht ein Neubau ist, der wie in Berlin jetzt 50% der Neubauten gehen gerade für 16 Euro Netto-Kaltmiete sozusagen über den Tisch und können sich von Leuten mit nicht gehobenem Einkommen einfach auch nicht mehr bezahlt werden. Genossenschaften sind eine Alternative, aber natürlich auch sozialer Wohnungsbau sind Alternative. Und gibt es da nicht Möglichkeiten, anstatt der Konfrontation jetzt mit dem Senat und diesem Vorhaben quasi auf einem alternativen, sagen wir mal Workaround, Neudeutsch, das gleiche Ziel vertreten Sie doch sozusagen mit dem Neubau, neuen Wohnungsraum zu schaffen. Da kann ich ja gerade von der Linken noch keinen Widerspruch hören, gerade bei sozial günstigen Mieten, wie es die Genossenschaften anbieten.
Tatsächlich hätten wir uns das gewünscht. Jede der Regierungsparteien als auch der Oppositionsparteien erklärt, dass ihnen Genossenschaften besonders am Herzen liegen und dass man Genossenschaften gerne fördern will und alles Erdenkliche tut, damit man auch bauen kann. Genau das ist aber nicht passiert. Das, was man tatsächlich gemacht hat, man hat einzelne Fördertöpfe ausgelobt, um bestimmte Ankaufsmaßnahmen oder Teile von Maßnahmen zu bezuschussen. Das, was uns aber fehlt, ist nicht Geld. Sondern das, was uns aber fehlt, ist ein Grundstück zum Bebauen. Das wollen die Genossenschaften ja auch gar nicht geschenkt haben, sondern wir würden das überhaupt auch zu einem fairen Wert kaufen können. Aber wir haben keine Chance, weil die Grundstücke, die da sind, die bringt man lieber bei den Landeseigenen ein und dann bleibt für Genossenschaften nichts mehr übrig. Gibt es da einen Weg aufeinander zu? Weil ich meine, gerade die Frage des Baugrundes ist natürlich eine eminente, weil die Steigerung natürlich sehr stark von dem immens gestiegenen Baugrund, da gibt es übrigens tolle Studien von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu, lassen sich da nachschauen. Wo siehst du da einen Ausweg? Siehst du da eine Möglichkeit, auch genau diese angesprochenen Weg auf die Genossenschaften zuzugehen? Also wir sagen das schon seit langer Zeit und haben das auch immer den Genossenschaften gesagt, aber vor allen Dingen vertreten wir das auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition, dass das A und O ist, dass es Baugrundstücke geben muss für die Genossenschaften. Das stimmt. Allerdings hat der Senat auch entschieden oder die Koalition so entschieden, dass wir keine Grundstücke, die in öffentlicher Hand sind, weiter verkaufen. Es kann also nur um Erbpacht gehen. Und da basteln wir schon länger dran herum, wie wir also sozusagen die Konditionen für Genossenschaften deutlich verbessern können. Das heißt also den Erbpachtzins senken. Und da muss man sagen, da haben wir doch einen Konflikt auch in der Koalition. Also das liegt in den Händen der Finanzverwaltung und bisher hat die sich da sehr wenig bewegt. Wir bohren da ständig dran, dass der Erbpachtzins gesenkt werden muss. Und eine zweite Sache, dass die Dauer der Erbpacht auf maximal 99 Jahre verlängert werden muss. Auch das wird bisher von der Finanzverwaltung nicht umgesetzt. Es gibt neue Konzepte und Verfahren, die von der Stadtentwicklung kommen, also von unseren Leuten, die zum Beispiel sagen, wir wollen ein Festpreisverfahren machen. Da wird es zwei Modellprojekte mit Genossenschaften geben, wo der soziale Nutzen für die Bodenbewertung zugrunde gelegt wird und dadurch drastisch der Erbpachtzins sinkt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Genossenschaften das sind, aber wird es zwei Projekte geben. Und es gibt einen anderen Beschluss für die neuen Entwicklungsgebiete, dass mindestens 20% des Baugrundes an die Genossenschaften zur Bebauung gehen. Also wo man deutlich versucht, dieser Frage des Bodens nachzukommen. Das müsste eigentlich schneller gehen, aber das kritisieren wir genauso wie die Genossenschaften. Also auch in den Berliner Wahlen geht es um einiges im kommenden September. Ich muss jetzt hier gleich wieder zu unserer anderen Bühne schalten, wo Bernhard Dettler-Hengst ein wundervolles Konzert im Anschluss geben kann und wird. Möchte aber noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, wir haben in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein Projekt aufgesetzt, das heißt, wem gehört die Stadt? Vielleicht gerne jemand in den Kommentaren noch mit drunter posten. Da sind genau solche Fragen aufgezäumt. Wem gehört die Stadt? Wer investiert eigentlich wie viel von seinen Mieten in Neubau und so weiter und so fort? Eine Studie von Christoph Trautvetter. Und auch ein schönes Video dazu, was das erläutert. Da lässt sich nochmal vieles nachschauen, was wir jetzt gerade sehen können und was wir hier gerade schön heiß diskutiert haben. Genau, ich würde jetzt aber rübergeben.